Hallo Freunde, ich bin's mal wieder, Manfred der Waldläufer. Ja, in letzter Zeit habe ich mir wieder Zeit genommen, das eine oder andere Video von euch anzuschauen. Oh, da waren ja doch schon einige inzwischen. Was habe ich mir angeschaut? Vom Saggi zum Beispiel, auch der Königssee, die Tour. Das ist einfach klasse mit seiner super sympathischen Art, wie er das macht. Klasse, finde ich super. Dann auch beim Guido zum Beispiel fand ich cool die Verlosung, wo er gemacht hat mit diesem Wurfgeschoss da. Echt, du hast ja super Ideen, wirklich. Zum Beispiel habe ich dann auch gesehen, dass der Alex gerade eine Challenge macht. Ja, da würde ich auch gerne was dazu sagen. Also ich habe hier eine Kamera. Weiß nicht, die habe ich mir vor ein paar Jahren mal gekauft, gebraucht gekauft in einem Laden. 500 Euro hat die gekostet. Da ist auch so ein Teleobjektiv dabei. Nachteil ist, die kann keine Videos machen. Also ein Spiegelreflex, die hatte ich damals halt gekauft, weil ich Fotos machen wollte. Da wusste ich ja noch gar nicht, dass ich da großartig Videos machen werde. Dann als erstes hatte ich mir hier von diese Canon gekauft. Die hat natürlich den großen Vorteil, die kann man einfach mal so geschwind in die Jackentasche stecken und dann durch den Busch streifen und auch mal geschwind rausholen, zack, an und schon kann man filmen. Also das ist natürlich sehr handlich. Natürlich hat man hier jetzt nicht so viele Möglichkeiten von den Einstellungen her. Ja, also hat natürlich immer Vor- und Nachteile. Aber da hatte ich immer das große Problem dann irgendwann, dass der Akku immer recht schnell leer geworden ist. Dann habe ich mir mehrere Akkus zwar gekauft, aber ja, das hat einfach nicht geklappt. Also wenn man da länger unterwegs war, ja, ständig ein Akkuproblem eben. Aber ansonsten, eigentlich hat die auch schon ziemlich gute Bilder gemacht. Das seht ihr ja bei meinen Videos, also die allerersten oder ja, ein Großteil der Videos eigentlich sind noch mit dieser Kamera hier gemacht. Ja. Ja, was habe ich noch? Ein größeres Stativ, das nehme ich aber hauptsächlich hier zum Filmen. Das nehme ich jetzt nicht so gerne mit, ja, weil das vom Gewicht relativ schwer ist, sage ich mal. Dann habe ich noch ein anderes, das habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Das müsst ihr noch zu Hause haben. Das habt ihr vielleicht schon mal in einem Video von mir auch gesehen, so ein aus Alu. Ein ganz einfaches Stativ, das ist halt sehr leicht und sehr handlich und nehme ich sehr gerne auf Touren mit. Dazu, je nachdem, natürlich auch noch so kleine Stative. Kann man natürlich auch gut mit einer Klammer oder so einem Baum festmachen, sodass man auch mal von oben herab filmen kann. Also die von Canon, ich weiß es zwar nicht mehr ganz genau, die hat, war ja schon einige Jahre her, wie gesagt, die hat so, glaube ich, um die 200 Euro rum gekostet. War ich aber sehr zufrieden, läuft heute noch einwandfrei. Ja, dann eben meine eigentliche Kamera ist ja die Panasonic Lumix, da bin ich wirklich sehr zufrieden damit und ja, da kann man halt viele Sachen wunderbar einstellen. Es ist keine Spiegelreflex, aber es ist eben mit dieser neuen Technik genau der gleiche Effekt, wenn man weiß, wie man es einstellen muss. Dann hatte ich ganz früher auch natürlich so eine kleine Minikamera. Natürlich kann die zwar auch Videos machen, aber naja, klar, natürlich nur im Kleinformat. Das ist ja schon ja, ziemlich uralt, kann man sagen. Aber ja, für mal so geschwind ein paar Fotos machen, war die natürlich auch immer ganz handlich. Aber die verwende ich inzwischen eigentlich gar nicht mehr. Ja, für die Lumix Panasonic habe ich, glaube es waren 430 Euro rum bezahlt, plus entsprechendes Zubehör. Achso ja, Mikro, da habe ich ja dieses externe Mikro eben entsprechend. Heute habe ich mir schon Zeit genommen, so ein Ansteckmikro mich mal zu informieren. Puh, ich dachte, da kaufe ich doch was recht Vernünftiges. Ja, habe irgendwie so 150 Euro rumgerechnet. Das war leider anscheinend nichts. Ich habe mich dann bei zum Beispiel Thomann auch informiert und da sagte er ja so im unteren Bereich 360 Euro rum. Ich so, Schluck. Die relativ guten anscheinend kosten dann schon so 500, 600 Euro. Also, puh, muss ehrlich sagen, das ist mir jetzt gerade zu viel. Also, das hatte ich jetzt natürlich nicht erwartet gehabt. Ja, also, wenn der eine oder andere da von euch wirklich was Gutes weiß, wo wirklich halt, ja, recht gute Qualität ist, wo gut funktioniert,
auch natürlich entsprechend mit dieser Panasonic Lumix da kompatibel ist, dann wäre ich da sehr dankbar für Infos. Weil, ich weiß nicht, ich habe dann auch im Amazon geguckt und so weiter und das blicke ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Da gibt es welche für 30 Euro, dann 100 Euro, keine Ahnung, 300 Euro. Also da habe ich einfach noch zu wenig Infos, was ich da jetzt wirklich, was für mich eben sinnvoll wäre. Ja, dann würde ich noch ein ganz anderes Thema ansprechen wollen, und zwar es geht um Survival, also um echtes Survival, wo jetzt nicht geplant ist. Was ist quasi das Entscheidendste überhaupt, dass man überleben kann? Unabhängig jetzt mal von den Techniken, die man vielleicht beherrscht und so weiter. Ja, genau, es handelt sich um den eigenen Kopf, die Gedanken, also die Psychologie dabei. Und da wundere ich mich eigentlich so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, es gibt ja viele Videos, geht es um Messer, da geht es um Techniken, alles super, alles wunderbar, es wird rumgewandert, Touren gemacht und so weiter. Aber warum eigentlich kommt da so wenig in Bezug eben auf diese Psychologie des Überlebens? Das habe ich ehrlich gesagt noch nie so richtig verstanden. Es gibt also nach meiner Recherche nach ganz, ganz wenige Videos, also zum Beispiel von Ray Mears, der hat da ein paar schöne gemacht. Aber ansonsten habe ich da nichts Vernünftiges gefunden. Naja, vielleicht hat ja von euch jemand mal Lust, auch darüber ein Video zu machen. Gerade eben habe ich länger mit Joachim telefoniert. Ihr kennt ihn, war ja schon ein paar Mal mit ihm unterwegs. Ja, ob man vielleicht mal wieder eine Tour zusammen macht. Heute ist ja Freitagabend. Ja, haben wir überlegt, morgen Samstag vielleicht, aber letztendlich kann man jetzt auf die Idee, dass wir eben Sonntag gehen, dann kann Michaela dann entsprechend mitgehen. Ja, mal gucken, laut Wetterbericht soll es da leider nicht so gut sein, irgendwas mit Regen und 5 Grad und so. Naja, mal schauen, also wenn es jetzt ganz mies werden würde, dann lassen wir uns einfach was anderes einfallen. Auf jeden Fall werde ich da natürlich wieder mitfilmen, insofern es wettertechnisch möglich ist, klar. Und kann ich euch dann natürlich auch wieder ein neues Video präsentieren. Wir haben da ja nichts Großartiges geplant, einfach ein Köchelchen mitnehmen. Dann dachte ich mir so eine Linsensuppe oder Erbsensuppe oder irgendwas, ein paar Würstel reinschneiden, eben entsprechend irgendwo im Wald oder vielleicht findet man auch eine Hütte. Ja, mal gucken, lassen wir uns ganz überraschen. Einfach ein bisschen rumwandern, ein paar Kilometer. Eventuell, falls ein Grillplatz da auftauchen sollte, ein schönes Feuerchen machen. Ja, einfach mal raus in die Natur wieder. Wir nehmen Ponchos einfach mit, das reicht ja. Also Tarp oder so würde ich gar nicht mitnehmen. Notfalls spannen wir halt die zwei, knoten wir dann die zwei Ponchos zusammen und dann haben wir auch schon ein Dächle. Also, ja. Das war's dann auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und schaut euch auch ruhig mal vielleicht das ein oder andere ältere Video von mir an. Würde mich auch sehr freuen. Also, bis bald. Tschüss, euer Manfred.